Liebe Strategiefans, willkommen zurück zu Dune Spice Wars. Wir werden hier noch einmal die Landrats-Konzilabstimmung anschauen. Wir möchten verhindern, dass andere die Landrat-Garden bauen können. Checken hier nochmal alles rein, was geht. Die Schmugglerprämie haben wir ausgesetzt, dafür, dass sie für uns stimmen natürlich. Und des Weiteren starten wir jetzt unsere Offensive gegen die Harkonnen. Hier über die Polsenke. Und wir haben noch britische Prüfung, jawohl. Jetzt sind wir bei 320. Wir kriegen 10 Stimmen mehr und produzieren einen Einfluss mehr. Haben 600 Hegemonie dazu bekommen. Und unser Wechselkurs wurde um 10% verbessert. Also wir kriegen jetzt durch unsere Spice-Verkäufe 10% mehr Solari. So. Dann haben wir hier Massenmanipulation und wir nehmen noch ein Ausrüstungssabotage. Die Massenmanipulation, die könnten wir hier angrenzend starten. Ja, einmal hier. Zack. Und hier angreifen. Auf geht's, Leute. Das ist alles, was wir noch an Verteidigung haben. Und die Milizen. So, hier wird rebelliert. Da, genau, jetzt schicken die Harkonnen ihre, ihre Armeen da zur Rebellion. Und wir haben nicht genug Autorität hierfür. Wir können weitere Spionageoperationen, können wir die Unterweltzellen wieder auftragen. Und dann reicht vielleicht gleich die Autorität hierfür. Wir könnten auch plündern. Für Aufklärung fast 1000 Solari und 133 Blastahl. Oder halt befreien. Aber dieses Gebiet hier, das möchten wir doch gerne für uns haben. Das ist eine Spezialregion. Gibt dann nochmal Hegemonie. Wir gehen hier einmal die Ereignisse durch. Schmuggelware. 100 Spice für 50 Einfluss, 50 Hegemonie. Machen wir. Dann haben wir hier die Abstimmung. Dauert noch einen Tag. Wir pumpen hier alles rein. Hauptsache, die Harkonnen bekommen das nicht. Nicht zugewiesener Agent. So, jetzt ist die Frage, ob wir mittlerweile bei einem Siege so hohes Ansehen haben. Oh. Da könnten wir Wasser verkaufen für mehr Mannstärke, aber wir sind ja schon beim Maximum. Und bei den anderen Sieges, da sind wir bei 94, wir müssen bis 100 kommen. Da können wir hier einen Spion rein oder einen Agenten reinschicken und würden dann bekommen Wissen plus 4. Hier sind wir bei 100. Würden bekommen Rekrutierungskosten für Plünderer. Minus 50% und Plünderer Ausbildungszeit minus 50%. Ah. Also wir brauchen keine Plünderer. Ja? Standardinfanterie. Und hier sind wir auch bei 100. Da würden wir bekommen freie Kompanie-Einheiten kosten minus 1 Kommandopunkt. Das ist natürlich sehr stark. Dann setzen wir hier den Agenten rein.
Und schau ich das an. Da können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kommandopunkte neu vergeben. Und wenn wir dann weiter freie Kompanien bauen. Ja, da können wir ohne Probleme 2 Stück davon erwerben. Ja. Okay. So, die Schlacht. Die haben wir erfolgreich geschlagen. Kann sein, dass die jetzt zu uns aufbrechen. Ja. Aber wir haben ja noch zwei Einheiten in der Hinterhand behalten. Gleich sind die Unterweltzellen fertig. Da haben die Harkonnen ihre Probleme. Und hier geht's los. Jawohl. Aber drei Milizen, Raketenbatterie und die zwei, die ja zur Verstärkung kamen. Sollst du auch mitmachen? Und Unterweltzellen. Zack. Jetzt können wir uns das leisten. Alle Milizen haben überlebt. Perfekt. Läuft, Leute, läuft. Ja, einmal wählen, um 2 Tage auf eine Technologie geschenkt zu bekommen. Hier läuft weiter zur Polsenke. Und wir sind befreundet. Bisschen plus 4, auch sehr stark. Okay. Dann nehmen wir die Gegenspionage raus. So. Bisschen plus 4 ist natürlich super. So. Und dann haben wir gleich diese Region. Die Korn konnten sich dagegen verteidigen. Landsrat. Wir sind Richter des Rates geblieben. Ah, und die Atreides, sie haben leider jetzt plus 30% auf ihre Spice-Verkäufe. Na gut. So, Ernte ernten alle. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Die können noch dorthin. Oha, rücken die uns jetzt hier auf die Pelle. Was haben wir denn für Beziehung mit den Atreides? Minus 100, okay. Ja, gut, dann können wir hier auch in die Offensive gehen. Ein Ornithopter bitte dahin. Weiß verkaufen. Okay. Der Wechselkurs war ungefähr 1 zu 4. So. Dann holen wir uns hier einmal 2 Tage auf eine zufällige Technologie. Und das Dorf gehört uns. Ja, 2 Raketenbatterien übernommen. Ist halt ein bisschen übertrieben mit 2 Raketenbatterien. Flugplatz haben wir ja auch schon. Ja, dann werden wir jetzt einen Flugplatz abreißen.
Welcher von den beiden hat den Flugplatz denn? Ja. Ja, viel zu übertrieben. So. Ja, und hier eine Raketenbatterie abreißen. Dann bauen wir hier eine Militärbasis. Und erstmal die Militärbasis. Oh, die Hunter. Alle wieder einsetzen. Relevanter Ort durchsucht. 325 Solari und... Die fliegen einmal noch da drüben. Können da direkt landen und angreifen. Ressourcendefizit. Ja. Oh, durch den Sandsturm. Ja, okay. Aber der geht ja wieder, der geht ja vorüber. Ja, die ganzen Gebäude hier sind deaktiviert. Können wir übrigens noch das Erntewerk bauen. Machen wir. Dann erhöht sich die Ernterate. Bei dort, wo wir Spice abbauen, die Anzahl der Wirtschaftsgebäude mal 5% kriegen wir dann on top auf die Produktion. Attacke und... Boah, plündern oder befreien? Wir befreien das. So. Dann haben wir hier die Militärbasis. Und dann bauen wir hier auch noch ein Wartungszentrum. Ich habe vor, noch weiter zu expandieren, Leute. So, einsetzen. Ja, schon cool, wenn man hier den ganzen Militärbereich umsonst erforscht kriegt. Okay. Und wir holen uns nochmal mehr Ansehen im Landesrat über 300 Einfluss. Noch gar keine Milizen gebaut. Zwei schwere Milizen, eine Distanzmiliz, der Standard. Oha, noch ein Sandsturm. Schmuggelware, 300 Spice verkaufen. Noch 7 Tage. Ah, 560. Minus 300, 260. Passt. Ganz bisschen nach oben noch. So. Wo greifen wir als nächstes an? Da gibt's Spice. Da würden wir von den Fremdern angegriffen werden, weil die können auch über die tiefe Wüste. Das ist für die kein Problem. Und hier unten haben wir eigentlich Ruhe. Also da wären wir da nur... ja. Den Hakon haben wir eh Probleme. Dann lieber nochmal zu den Hakon, den weiter schwächen. Auge des Rates steht zur Abstimmung. Können wir uns selber wählen? Nein. Was fehlt uns denn dafür?
Landsrat, ein Ansehen ist gut genug. Ach, da muss man bei anderen infiltrieren. Na, okay. Ja, wir lehnen das ab, dass wir Atreides das nicht kriegen. Ah. So, nochmal 30 Ansehen im Landsrat. Und... dann demnächst dort angreifen. Einmal Massemanipulation. Oh. Hope you know what you're doing. Klar, wissen wir, was wir machen. Ich will die tiefste Wüste, Leute. Oha. Ausrüstungssabotage. Kraft der Gegner um 20% senken. Okay. Massenmanipulation haben wir jetzt gar nicht eingesetzt. Okay. So. Da habe ich gepennt, aber wir sind ja in Reichweite des Flugplatzes. Und wir fliegen darüber. So, und hierfür brauchen wir Unterweltzellen. Um wieder Autorität zu sparen. So, dann gehen wir die Ereignisse einmal durch. Belagertes Dorf. Jawohl, haben wir uns drum gekümmert. Laufender Kampf, okay. Ja. Passt. Ergebnis im Landrat. Oh, die Atreides, die haben da für sich gestimmt mit 300 Stimmen. Na gut. Okay. Und wir haben erhöhte Instandhaltungskosten, Plaschall-Instandhaltungskosten. Akonnen, die kleinen Häuser und die Fremen haben da, ja, für uns gestimmt. Na gut. Plündern. Ah, würde einiges an Solari geben, aber wir warten, dass wir die Region übernehmen können. Ihr müsst euch beeilen. Oh, vorbei. Wow. Mit der Raketenbatterie und den ganzen Gebäuden und Technologien, die wir haben. Was sogar so gehalten. So, das sieht doch alles gut aus. Ich frage mich halt, ob ich überhaupt möchte, ob ich die Akonde überhaupt aus dem Spiel nehmen möchte, weil wir haben ja hier zwei Unterwelt-Hauptquartiere. So. Die dann für uns arbeiten. Wir haben tatsächlich eine Entwicklung abgeschlossen. Das hat Ewigkeiten gebraucht. So, wenn wir jetzt bei der Mafia-Infiltration Agenten zuweisen, kriegen wir für jeden Agenten plus 10% Wechselkurs. Und wir können in unserer Siege ein weiteres Gebäude bauen. Die Mafia-Niederlassung. 1500 Solari und 500 Plastahl. Solari-Instandhaltungsreduktion gilt für alle verbündeten Dörfer in benachbarten Regionen. Bonus auf
Maffea, Spicewechselkurs plus 30%. Und Agenten, die der Maffea-Infiltration zugewiesen sind, produzieren 30% mehr Solari. Okay. Dann haben wir schon fast den Dreierbonus plus 20% mehr Hegemonie für Maffea-Aktien. Das ist halt hier eine spezielle Aktion, die sehr viel Solari kostet, aber 500 Hegemonie gibt. Also wenn man auf Hegemonie-Sieg spielt, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, wir haben schon zwei Agenten bei der Mafia. Das heißt, wir kriegen hier bereits plus 20% Wirtschaftslobbying. Okay. So, Bestechungsgelder bezahlt. Und ich denke mal den Kurs, dann kriegen wir viel mehr Solari. Und hier bräuchten wir 354 Einfluss. Ich möchte die Unterweltzellen jetzt nicht zu früh aktivieren. Warten mal, dass wir da noch ein bisschen näher dran sind. Ja, was erforschen wir als nächstes? Übungsgelände. Okay. Machen wir das. Da kriegen wir noch mehr Hegemonie auch. Bei der Spice-Steuer. 50%. Und die Ernte können jeweils ein Mitglied mehr dabei haben. Belagerung im Gange, jawohl. Komm, 154. Ja, warten wir mal, bis wir knapp 300 haben. Dann setzen wir das hier ein, dann sollte das eigentlich passen. Ja, ist besetzt. Minus 50% Produktion. Und ansonsten sieht es doch gut aus. Können auch hier mal mit der 2 angreifen. Abbrechen. Oh, das sind aber tiefe Wüste, ist das, oder? Ah. Bordsentzug pro Tag plus 300%. Schauen wir gleich mal. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf, falls ein Sandform erscheint. Okay, das dauert noch ein bisschen. So, Angriff. Ja, wir hatten hier einen super kurzen Rückzugsweg. Einfluss bei 300 können wir nochmal das Ansehen steigern. Okay, das Plündern hier dauert noch eine Minute. Und schaut mal hier, Leute. 500 Solari für mehr Autorität. 60 Autorität. Dann setzen wir jetzt hier die Unterweltzellen ein. Leute. Hier. 248, was ein Schnapper. Und bei denen bin ich mir nicht sicher, aber den Düsen. Vielleicht greifen die Atreides an. Wir brauchen einen Flugplatz. Keine Ahnung. Oh, Sandform. Beim Ernte, okay.
Wollen wir erstmal einen Zwischenstopp machen bei den Felsen. 204 Hegemonie, sehr gut. Ernter wieder einsetzen. Der könnte dort angreifen. Mal hier, 2 Tage auf eine zufällige Forschung. Und okay. Hope you know what you're doing. On the move. Da müssen wir gleich nochmal ansetzen. Bisschen warten. Der Sandwurm sich da verzieht. So, Ereignisse. Baue 2 neue Gebäude innerhalb von 17 Tagen. Ja, das könnte funktionieren. Übernimm die Kontrolle über ein neues Dorf. Ja, das wird ja auf jeden Fall funktionieren. Okay. So, und hier können wir Weiß verkaufen für Solari und Hegemonie. Das machen wir. So. Dann auf ein neues. Der Sandform, der möchte uns da nicht. Ach so, beim. Ja, nee, die werden ja trotzdem einen Sicherheitsabstand halten. Ja, schwierig da. Und wieder einsetzen. Mal schauen, ob das was wird da. Und da können wir Autorität kaufen. 95, sehr gut. Ernte wieder einsetzen. Ah, vielleicht kriegen wir das ja hin. Noch 80%. So, bestätigen. Dass da niemand gegen uns rebelliert. 2 schwere Milizen und 1 Distanzmiliz. Raketenbatterie ist hier gebaut worden. Sehr gut. Militärbasis. Ja, wir brauchen halt nicht 2 Militärbasen nebeneinander. Ansonsten kriegen wir ja noch Einfluss plus 2 und Wissen plus 1. Ja, ist okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, können angreifen oder nicht angreifen, weil hier sind halt unsere Unterwelt-Hauptquartiere. Greifen die Akkonden an, aber nicht da unten, sondern hier oben. Da, wo wir keine Hauptquartiere haben. Einmal 3 Milizen, 1 Raketenbatterie und Militärbasis. Das ist schon einiges standhalten. Auch nicht über die tiefe Wüste, Leute. Ja, gut. Oh. Ich glaube, da war... Da sind die Vorräte ausgegangen, Leute. Da sind die Vorräte ausgegangen. Ja, tiefe Wüste. Vorratsentzug pro Tag plus 300%. Und auch wenn wir hier die ganzen Technologien haben, sind uns die Vorräte ausgegangen. Eventuell die Forschung noch mal ändern, damit wir hier den 3er-Bonus bekommen. Dafür brauchen wir hier den Wasserhandel. Ja, dann machen wir das. Dauert nur 41 Tage. Landsratabschiebung schauen wir uns dann
beim nächsten Mal an. Macht's gut, Leute. Bye, bye.